So, Lager verlassen. Weil hier wird automatisch bei einem langen, langen Rast. Ziel ist es jetzt, die Türme des Mondaufgangs zu infiltrieren. Ich glaube, es wird ein offener Angriff inzwischen. So langsam. Aus Helena. Jahira. Alter. Hier ging's aber ab. Holy shit. Ihr habt es vielleicht ein bisschen übertrieben, die Leute, meint ihr nicht? Also. Wirklich, wirklich. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Es sind übel viele gestorben. Immer das ganze Gold an mich, ne? Brauche ja keiner mehr. Oh, Mondaufgang, Wächterschlüssel. Ich werde einfach komplett drum rumlaufen. Oh, Mondaufgang, Wächterschlüssel. Noch ein Mondaufgang, Wächterschlüssel. Ich glaube, ich komme hier zu einem Punkt, wo ich nicht mehr infiltrieren kann und muss, oder? Kann das sein? Taking on a tower with no siege engines. Wonderful. Das ist ja euer eigenes Problem, wenn ihr keine Siege Engine, also keine Belagerungsgeräte mitbringt. Ist aber nicht smart. Bringt's halt mit. Unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken a fight to Ketherick on the rooftop. In the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Ketherick will gather his strength and retaliate. Okay. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Wir gehen rein und sichern zuerst das Erdgeschoss, verriegelt alle Ausgänge. Ihr seid die hohe Hafnerin und sagt ihr es mir. Macht was ihr wollt, aber steht mir nicht im Weg. A sound strategy. Niemand eine sinnvolle Strategie. Done. Me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Na gut. Floric left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. Hätte ich lieber euch lieber in meinem Trupp, Jahira. Und dann mal los. At the ready, Harpers! In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! Das passt irgendwie nicht zu den Hafnern, aus meiner Sicht. The time has come. Ketherick will taste of death at last. Ich loot noch ein bisschen eure Toten, ist okay, oder? Brauch ja keiner. Ich muss nicht alles mitnehmen, aber so wie das Gold kann ich, muss ich nicht hinten tauschen lassen, ne? Oh. Verfaulter Pilz. Ihr habt sogar verfaulte Pilze hier drin, ey. Meine Jüde. Oh, hier liegt ja auch noch jemand.
Au, 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 au. Heiliges Feuer. Da soll man vielleicht ein bisschen aufpassen. Hm. Komm nicht drum rum. Irgendwo haben wir jemanden vergessen. Watch your back. Wo bist denn du hängen geblieben? Du stehst irgendwie schlecht. Geh mal noch einen Schritt nach vorne. Keep your distance, darling. No one stopped me yet. So. Oh no. Best be on my way. Das war nicht meine Absicht. Aua, aua, nein! Bleib dir. Bitte. Danke. What the fuck? Okay, es gibt ja schon einen anderen Weg da lang. I guess. Achso, wir sollen das hier nehmen. Was hab ich davon? Was hab ich davon, hier hinklettern zu können? Ich verstehe es nicht. Ja, wir so springen ohne? Anscheinend nicht. Dass ich nicht hier rüber hüpfen kann. Ja, okay, wir nehmen. Wir nehmen Weg außenrum. Okay, Starion, geht's dir gut? Nehmen wir wohl doch den Vordereingang mit dem ganzen heiligen Feuer, das da rumliegt. Don't touch me. Dann hör auf, so komisch die Gegend zu hüpfen. I've got a long road ahead. The fuck? Das war nicht so vorher gesehen. Oh Mann. Careful, I might. Subtle steps. Dass du beißt, das wusste ich sogar schon. At least things have stayed interesting. Need to find a way forward. Hey, hier ist auch jede Menge. Laugenbutterbrötchen. Also ich bin der Meinung, es hätte einen Seiteneingang gegeben, aber ich bin zu unfähig, den zu finden. Okay, Kalach und Astarion beginnen. Glurik. Kennen wir euch? Oh, nee. Hä? Pomelia. Barnabas. Seid Gnoll-Tybis. Ja. So richtig mehr Spurten fällt mir nicht so richtig ein. Wenn wir bis dahin springen können, haben wir vielleicht eine Option. Yo, wie wir eine Option haben.
Eh schon Vorteil. Das ist immer nur pro lange Rast, ne? Bats. Die Spitze Road. Don't linger. Ja, haben's schon verkackt. Muss ein Futter gegen das Ziel sein. Ah, außerhalb normaler Reichweite darf ich das nicht machen. Okay. Ja, wird wohl eine Schlacht. Wird wohl eine Schlacht. Ah ne, hat nicht meine Leute getroffen, hat die eigenen Leute, wenn er getroffen da. Au. Au, I guess. Ihr habt Feuerresistenz tatsächlich. Ja gut. Aber was sagt ihr denn dazu? Ich frag nochmal für einen Freund. Wir werden wahrscheinlich sprinten müssen mit dir. Das ist außerhalb der Reichweite, oder was? Nee, ist es nicht. Sehr schön. Weil die haben da oben einen ganz schön ekligen Vorteil. Na, da ist die Leiter dazu. Vier Fernkampfangriffe gegen Karl lassen schief gehen. Finde ich gut. Und der rennt da rein. Und kommt deswegen viel langsamer voran. Muss deswegen spurten überhaupt. Finde ich gut. Also, auch sehr optimal. Die sind alle gleichzeitig dran. Das ist schon mal ganz gut, dass das so geregelt ist. Schießt ihr? Jo. Ich kann sagen, hoffentlich habt ihr jetzt gerade nicht mich getroffen, ey. Da wäre ich sehr traurig gewesen. Aber du bist bedroht. Und wir bedrohen dich gleich noch viel mehr. Aua? Da war auch einer von meinen Leuten dabei. Okay. Hier werden Dinger getan. Das waren 22 Damage. Wait. Du bist aber bedroht, oder? Du bist bedroht. Hopp. Das heißt aber natürlich, wenn du bedroht bist. Let's Debbie. Bam. Wir brüllen. Und wir können. Achso, wir können keine AOE mehr, ne? Für den Rest des Zuges wirfst du Nahkampfschaden zweimal, wenn es das höhere Ergebnis. Wappen in Nahkampf. Auch geil. Eh schon im Vorteil, Anker. Crit for free. Blut. Zerrells persönliche Erinnerung. Okay. Zug beenden. Bewegt euch. Macht mit.
auch einen Eissturm, holy moly. Da war doppelt Eissturm reingeknallt, ne? Die Frau. Die Frau hat Bock. Dann hauen wir dich mal da runter, würde ich sagen. Oh, wait. No! Oh, wie sieht das aus? Das ist nicht das, was ich wollte. Stay focused. Ja. Looks cursed it is. Bisschen Gold. Ich komme nicht ganz bis hin, ne? Doch, komme ich. Servus. Oh shit. Das kenne ich. Hüte des Glaubens wurde da gerade beschworen. Unangenehm. Yo, doppelt unangenehm. Ich glaube, es kriegt Schatten jetzt ganz schön ins Gesicht. Wow. Ich weiß gar nicht, die Hüte des Glaubens sterben, wenn man sie entweder besiegt oder wenn man den Beschwörer tötet, ne? Gibt doch auch dick XP gerade hier. Jeder Gegner gibt 100 XP. Das sind 1000 XP ganz schnell zusammen bei den riesigen Mengen an Gegnern gerade. Der hat mich gerade vor denen hier gerettet. Der hat gerade Schattenherz vor den beiden gerettet. Supergeil. Dankeschön. Sehr nett. Saloon wacht schon über uns. Aua. 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 What the fuck? Die prügeln ja übelste Sorte rein, die Jungs. Ja. Ja. Ich könnte noch zubeißen. Wenn ich auf der Seite stehe. Kriege ich aber einen Hit ab, wenn ich versuche abzuhauen, ne? Versuchen wir das mal. Ja, okay. Aber besser als komplett ins Gesicht zu kriegen. So, wir rufen erstmal unseren Heilung-Option auf. Oh, 6, wow. Das war Aktion und. Was? Aktion und Bonusaktion? Das ist jetzt nicht so cool, aber ja, Damage kriegt man trotzdem die ganze Zeit. Warum ist sie auf schweren Untergrund? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, damit ist der Kampfrausch vorbei. Fuck. Das ist am Ende von ihrem Ding ausgewertet, wird irgendwie scheiße. Oh lol. Hätte vielleicht nicht mitten reinpreschen sollen. Habe ich so das Gefühl. Habe ich einen Heilzauberroller? Oder muss ich einfach einen Zaubertrank werfen? Und die kann ich die Todeswolke rausholen. Ah.
Da sind jede Menge schon direkt dead bei so einer Aktion. Das ist aber auch wieder beides. Aktion. Achso, wahrscheinlich, weil ich meine Bonusaktion verliere durch diese komischen schwarzen Löcher, ne? Ich geh mal hier rüber. Irgendwo von Hadar. Ja, ich kenne ein paar von den Zaubern schon. Sehr unangenehm. Du bist tot. Hier will ich halt nicht reinsteppen, weil die hauen richtig zu. So, können wir dich jetzt nochmal hauen, bitte? Sehr schön. Das ist halt unangenehm. Da wurde auch nochmal reingesmited. Moment, auf wen denn davon? Ich sehe halt nichts mehr. Aua. Weil du halt den Bereich betrittst, smiten die dich. Was machst du da? Seid ihr verwirrt? Ist ja viel schmaler, das hier reinzuziehen, ne? Wir wären so tot, wenn sie das machen würden. Oh shit. Karlach hat noch 2 HP. Ja, und die slappen halt ordentlich zu. Er hat gerade Karlach gerufen? Bin ich fast ein bisschen überrascht. Nur Bewegungsreichweite? Da sind nur so wenig Reichweite. Oh Gott. Ich bin irritiert. Also weil ich blind bin, ne? Und springen darf ich auch nicht, weil... Immer mehr ein, was wir vom Urlaub noch machen wollten. Also vielleicht planst einfach mal ohne mich deinen Tag. Und wenn sie was ergibt, dann machen wir noch was zum... Können wir gerne machen, Lumi, aber dann schreib mir vielleicht auch, was dir alles einfällt. Für den Fall, dass ich davon auch was tun muss. Würde ich sagen. Ich bin halt erblindet, ne? Aber ich komme ja auch nicht so einfach raus. Hab ich jetzt den Hunger von Hadar immer noch? Für mich ist der zwar jetzt nicht mehr da, aber anscheinend bin ich immer noch erblindet. Ich habe keine Aktion mehr. Wo ich nur eine Bonus... Hä? Ist Laufen eine Aktion? Ich verstehe es nicht. Es gibt Dinge, die scheine ich nicht ordentlich zu verstehen. Zu weit entfernt. Ich kann halt fast nichts sehen. Nur Bewegungsreichweite. Dieser Hunger von Hadar hier an der Stelle, wir standen alle viel zu nah beieinander. Aber eine komplette Katastrophe. Kann ich springen? Warum darf ich nicht springen? Weil ich im schwierigen Gelände bin? Du wirst sonst auch mal springen. Stabiliert ihre Rüstung, also wie ihre Geschichte ist, sind zwei verringert. Die Kreatur kann keine Reaktion, höchstens einen Angriff pro Zug und nur entweder eine Aktion oder eine... Ach so. Fuck. Kann sie das aktivieren? Anscheinend. Werfen. 6%. Was heißt denn 6% hier?
Vor allem das Schattenherz gleich dead. Dead, dead. Die Gegner haben halt die gleichen Fähigkeiten wie ich. Ich fürchte, es wird wieder was, was ich eventuell neu laden muss. Das ist nicht so cool. Ich glaube, da habe ich nicht perfekt davor gespeichert. Komm schon, please, mach ihn kaputt. 50-50 bei 85%. So, sind arbeiten, Zimmer aufbauen, Bäder machen, Balkon machen, Kühlschrank ausmisten. Packen, was einkaufen kannst du mir geben, tatsächlich. Einkaufen könntest du mir geben. Ich weiß nicht, was die Gegner hier tun, die machen voll komische Sachen. Die Fischen Kisten sauber machen, Wein, weil alles noch getan werden sollte, Video machen und dann nichts. Diese Kombination aus verlangsamen und schwierigen Gelände ist extrem nervig. Ja. Aber Damage hat sie doch bekommen. Ach, jetzt habe ich meine freie Aktion. Ich bin Volltrottel. Ich bin ein Volltrottel. Ich muss ihr helfen, sonst ist sie gleich ganz dead. Keine andere Option. Raffinierte Aktion Sport. Moment, aber jetzt, ich durfte noch beides machen. Das war nämlich gerade meine Aktion. Dann sollte ich vielleicht einen Nebelschritt casten. Da darf ich nicht hin. Dann müssen wir nochmal schauen, was wir gerne für die Fahrt hätten und so. Okay. Da hoch komme ich, da hoch komme ich nicht. Erstmal aus dem Hunger von Hadar raus. Definierte Aktion Spurt. Können wir immer noch hier hoch. Oder zumindest zur Seite. Okay, der Hunger von Hadar hat sich auch sowieso gelegt. Okay, okay, okay. Yeah. Domain, du bist dran. Du darfst aber nichts tun. Außer einen Heilzauber, einen Heiltrank trinken. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir euch hier. So, euch haben wir erstmal da runtergelegt. Das ist ja schon mal auch ganz geil. Damit ihr uns nicht mehr weiter nervt. Ihr braucht noch keinen Heiltrank. Autsch, lenkendes Geschoss tut weh. Natürlich kriege ich den Hungerhand von da wieder auf mich. Verdammter Dude. So, please. Finally. Wieso darf ich denn nicht... Ah, das Fliegen ist eine Katastrophe in dem Spiel. Ein
einfach 10 Kälteschaden zurück, 16 Kälteschaden zurück. Holy shit, verteilt er viel. Viel Damage. Ihr trefft irgendwie ganz schön shit. Okay, einer ist tot. Hallo? Ach du Scheiße! Wer hat denn da gerade aufgemacht? Yo. Gut. Nette Aktion Sport, I guess. Können ja mal unseren senkten Strahl benutzen, ne? 1, 2, 3, 4. What? Oh, die haben Feuerresistenz. Es war vielleicht nicht so smart, die anzugreifen. Höllische Resistenzen. Irgendjemand hat mir höllischen Tadel gegeben, glaube ich. Der hatte keine höllischen Resistenzen. Ja. Fuck, I guess. Warum? Dass die Tür davon aufgegangen ist, echt nicht so geil. Nochmal. Ich muss hier raus. Den Typen, nee. Nee, wer ist denn da überhaupt noch? Hier sind keine Gegner mehr, so direkt. Weg ist unterbrochen. Ja, und ihr liegt halt im Damage Area, ne? Und an euch da drüben komme ich, glaube ich, nicht ran. Du bist es auch nicht. Wer von euch macht den Scheiß? Du warst einer davon. Aber dich kann ich hier so nicht vorbeisnipen. Tote beleben? Muss ich ziemlich nah dran sein. Okay, habe ich verstanden. Ich habe übrigens sogar selber Stille. Ich das heute mal gesucht hatte. Würde mal sagen, wir spurten eine Runde. Wir dürfen leider nicht das kostenlose Aktion spurten. Hat sich selber Hunger von Hadar. Lol. Sie selber die Konzentration von Hunger von Hadar gebrochen. Das ist natürlich spannend. Okay, du kommst nicht wieder runter. Du kommst nie wieder runter. Ich glaube, du überlebst nicht mehr lange, meine liebe Jahira. So das Gefühl. Der hat nur noch ein bis zwei Angriffe. Da ist noch jemand gefallen, das gefällt mir gar nicht. Achso, ja, sie ist ja. Der hat ja temporäre Hitpoints für die Tiergestalt. Müsste jetzt Schattenherzen, ist sie tot. Müsste jetzt Schattenherzen nochmal aufhelfen. Also, diese Holy Weapons sind so unfassbar. Ich sehe vor allem nicht mehr, wo der drin steht da. Ich sehe es nicht. Da. Wird nicht.
damit das geht. Wann ist Schattenherz dran? Ja. Wir müssten mit ihm jetzt werfen. Let's try this. Nicht ganz klar, warum da 9% steht, weil. Schmu. Ja, verdammt. Doch verkackt. Das Verstecken. Wird halt instant wieder angegangen, ne? Sofort. Die steht. Drauf. Drauf. Da sind die leider, die gehen ja nicht ganz drauf. Es sterben so viele. So, da ist der Dude. Lol, sie ist halt instant wieder auf sterbend. Zwei verlorene. Weg. Schattenherz ist tot. Drücken. Uff. Ja, Jaira ist auch tot. Sehr gut. Er ist gerade gegen die Wand gegen die Tür gesprintet. Muss man einer verstehen. Ja, ich habe doch genau eine Verbündete. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Achso, die ist die da oben. Die da. Und meine Nahkämpfer ist auch alle tot. Also. Ich sehe nicht, dass wir das hier sinnvoll gewonnen hätten. Ich sehe nicht, dass wir das hier sinnvoll gewonnen hätten. Vor allem können wir dann vermeiden, durch dieses ganze heilige Feuer zu kraxeln für nix an der Seite. Vielleicht will ich dann doch in der ersten Runde meinen Leuten Fliegen geben. Ich weiß nicht, aber das Wort ist halt 10 Runden anfliegend. Solange ich keinen weiteren Konzentrationszauber wirke. Ah, was muss ich die alle? Wisst ihr was? Ich nehme nur die offensichtlich wertvollen Sachen mit. What's in here? Faust. Das hätte ich nur mal ganz gerne. On my way. So, hallo. So, kennen wir jetzt schon. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we? Was passiert, wenn ich das einfach? If you're hunting one target among many, the key is. My Harpers and I will be the noose that closes. Floric left some of her flaming fist. Say the word, and we're off. At the right. Na mal los. Karotten dabei? Meerrettich dabei. Blöd. Wait, hier gibt's noch andere Türen. Ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal.
Muss ich mir gleich nochmal angucken hier. Wie oft den gleichen Schlüssel? Also es ist doch immer der gleiche Mondaufgang-Wächter-Schlüssel, oder? Ist immer der gleiche Schlüssel, den ich hier mir holen könnte. So. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal hier die Türen hinter uns an. Und offensichtlicherweise gibt es hier noch etwas, was wir nicht als Eingang gestellt haben. Wow. Anything of use? Grob geschnittener Schinken und verfaultes Zeug. Wow. At the ready. Gut, das hat wenig geändert. Moment, kann man mit dir handeln? Very well. Also du bist die Händlerin, ne? It's a grim the way I hear it, the fighting's not done yet. Handeln. Glühender Stab, Kampfstab vielseitig, Feuerpfeil, Feuerball, Hervorrufung, Umwerfen, Zauberfernkampfangriff. Es ist irgendwie was Geileres als das, was ich habe tatsächlich. Der glühende Stab. Hätte ich eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Das ist 7 bis 18, 8 bis 20. Nee. Nicht mehr. Blitzaura. Klassenaktion. Rottrebüsseladung. Okay, Blitzladung werden wir tendenziell nicht haben. Schutz für Gut und Böse. Mittlerer. Moment, du hast doch keine leichte Rüstung. Mittlere Rüstung, Kleidung. Seltenstoff. Kampf mit zwei Waffen. Schutz vor Geschossen. Urteil auf Weisheitsrettungswürfe, Amulette Hafener. Schriftrolle Todeswolke. Das war ja eigentlich eins von den Dingern, die ziemlich geil gerade reingehauen haben, die wir wahrscheinlich haben wollen würden. Stinkwolke, Ringe Gaswolke, die wir hinter das Kreaturen Aktionen ausführen. Verwandlung. Verwandlung ist was anderes, oder? Ja, genau. Nebelschritt, Kurzschwert plus 1. Das sind die Sachen, die ich zum großen Teil hier verkauft habe. Ach stimmt, ich hab die Bombe ja zum Beispiel auch noch. Die habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht gerade. Überhaupt nicht dran gedacht. Wenn du Giftschaden bewirkst, müssen sie sonst nicht vergiftet. Giftmischer-Handschuhe. Kann ich, glaube ich, mal abgeben. Weil ich keine Waffen habe, die konstant Giftschaden verursachen. Und für die Toxinsachen werde ich es, glaube ich, nicht benutzen. Für die Toxinsachen werde ich es, glaube ich, nicht benutzen. Gib das mal her. So, mal verkaufen. Haben wir noch mal Eichenholzknüppel. Linke Blitz, dunkler Justiziar. Vielleicht brauchen wir das nochmal für Dingens. Für unseren guten Mann, der Magie-Sachen futtert.
Die Dinger brauchen wir auf jeden Fall nicht. Da habe ich ja auch noch so ein paar Sachen, die in die gleiche Richtung gehen. Ich habe sogar eine gravierte Brosche von deinen Hafen an. Wollte nie jemand haben. Elixier der Hügelriesenstärke. Mit deine Stärke auf 21. Wahrscheinlich werde ich doch mal eins von den Dingern benutzen müssen. Wollt das hier haben, ne? Ladylike. So, glühender Stab, Feuerball. Und wir haben Zauberfernkampf, Angriff plus. Von daher würde ich das mal so benutzen wollen. Auch wenn ich auf 0 bis 7 bin. Trauerfrost wäre halt jemand, der konstant Frostschaden verursachen kann. So, wir speichern mal, nachdem wir das alles rumgehandelt haben. Wir sind auf dem Weg. Wieder ihr beiden, ne? Ich glaube, was gekauft. Ja. Ja, genau. In position. So, reicht das schon für das? Nee, ein Vorteil sein. Der Jünger war schon einer von denen, die heftig waren, ne? Hat aber auch eine Rüstungsklasse von 23, der hat nämlich diese Kopien. Die hat eine Rüstungsklasse von 12. Linderung Eis. 25% ist halt echt nicht viel. Ziel ist nach und bis verstummen. Nochmal Gift. Wenn ich das benutze, Pfeil der vielen Ziele bewirke bei 3 weiteren Zielen Reichweite zu jedem halben Schaden. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich den benutze. Also, springt weiter einfach. Wo auch immer. Hallo. Hä? Er hat counterspelled. Die Sau. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Elixiere wollte ich eigentlich benutzen. Spiegelbild ist weg von ihm, okay. Bin ich ganz sicher. Moment. Warum ist denn Spiegelbild aber nach dem ersten Angriff weg? Ah ne, ein Spiegelbild ist weg. Okay. Ein Spiegelbild ist weg. Fluch. Attributswürfe, Rettungswürfe, Charisma, Konstitution, Geschicklichkeit, genug Bewegungsrate, da komme ich also nicht ran.
Aber das ist keine zusätzlichen Vorteile. Okay, keine zusätzlichen Vorteile. Dann machen wir auch mal hier Spiegelbilder. Laufen soweit wir können. Dann sind wir wieder alle auf dem Haufen. Das ist, wir wollen sprinten, glaube ich. Dürfen wir nicht sprinten? Ach, wir sprinten über die Aktion. Vergiss es. Oh, Gerschuss. Habe ich das zu früh gemacht? Geh nochmal zurück, weil ich will ja nicht wieder mit allen mittendrin stehen. Dann bin ich dran, glaube ich, oder? Nee, der ist noch dran. Stehen aber alle, die beiden stehen gerade richtig schön zusammen. Hunger von Hadar, dann sehen sie nichts. Ja, Hunger von Hadar. Wir kriegen sie ja nicht geslowt. Aber wir kriegen sie schon genervt. Damit. Gift und Eis. Uns spottet. Achso, das ist doch schwerer. Der Bereich. I'll strip your bones clean. Das ist eine unangenehme Variante des schwarzen Lochs, in meinen Hunger von Hadar reinzuschießen. Reinzuschieben, ziehen, oder so immer. Achso, das ist halt die Giftwolke und der Hunger von Hadar übereinander, ne? Deswegen ist er so eklig, dass ich immer noch Gift-Damage mitmache. Ist schon so wie tot. Ja, geil. Sehr schön. Konzentration verlieren, verloren, Todeswolke. Blind. Also, du bist da, ne? Nicht im Nachteil gegen das Ziel sein, weil wir noch blind sind. Kritischer Fehlschlag. Geilo. Let's cook with fire, baby. So. Ach, verdammt. Ich bin im Hunger von Hadar und dann habe ich nicht mehr Aktionen. Das sollte ich mal wieder dran denken, dass man da deutlich weniger machen kann. Ach nee, das war wieder dieses Verlangsamt-Status. Ich hab 16 psychischen Schaden gekriegt, ja? Hab ich das richtig gesehen? Habe ich das richtig gesehen, ja? Oder Wunden verursachen. Keine Sorge, er ist allen, wohin er verschwunden ist, muss sein Gemächt untersuchen lassen, aber er hat garantiert Fallen aufgestellt, die uns in die Höllen schießen würden. Verstehe ich Hobgoblins. Aha. So, die Frage ist, will ich jetzt nochmal so ein Ding beschwören? Vorlustigen Todes ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir sind aber eigentlich alle wieder viel zu nah zusammen. Mit dem Haufen. Das Einzige ist, dass die zum Glück gerade nichts sehen. Weil die selber Gaddy-Caster sind.
Okay. Das ist mein Hunger von Hadar, ne, den ich gerade caste. Das heißt, Moment. Halt, passiv. Ja, diesmal denke ich nämlich dran. Weg ist unterbrochen. So. Aber der hat es nicht funktioniert, leider. Ich hab das Gefühl, jetzt ziehen wir uns gleich wieder zusammen. Also wir haben so eine enge Stelle dort, an der wir nicht wegkommen. Hätten irgendwie hier rumgemusst direkt. Und jetzt würde uns einfach zusammenziehen. Waffe am Boden. Wow, weil wir alle furchtsam sind. Da ist das Ding weg. Furchtsam. Die betroffene Kreatur ist Antrieb und Nachteil. Sie muss von der Quelle der Furcht davonlaufen und kann keine sonstigen Aktionen ausführen. Okay, furchtsam ist ein bisschen heftiger. Kann keine sonstigen Aktionen ausführen. Ihr kommt doch echt spät dazu, Leute. Ja. Das seid ihr beiden. Damit endet der Rausch. Der Typ, der uns furchtbar gemacht hat, war jetzt wieder weg. Sie ist aber auch in den Hunger von Hadar reingegangen, ne? Wollen wir vielleicht nicht ganz unterschätzen, die gute Dame. So. Ich würde gerne hier oben wieder eine Waffe haben. Bevor ich jetzt wieder irgendwo hingezogen werde. Hat übel viel Damage, ist die Zauber. Ach du Scheiße. Gut, dass ich da nicht mehr drin stehe. Der Typ war's. Den müssen wir machen. Die beiden Zauberer müssen wir eigentlich machen. Die zerstören uns sonst ein bisschen. Der Typ war es, ne? Wieso lebt ihr wieder mit einem? Ich verstehe es immer noch nicht, wann Leute mit einem davon überleben. Und er müsste wahrscheinlich nächste Runde sterben, weil er Hunger von Andarien tötet. Aber ist trotzdem doof. Was ist denn da passiert? Irgendwelche Ranken. Sputten ist schon mal gut, weil da kann er nicht angreifen. Außer mit Bonusaktionen. Madame, du bist dort irgendwie schlecht positioniert, weil du kriegst komplett ins Gesicht. Aber der greift doch die an, die es verursacht haben, statt. Alter Falter, die haben gerade einfach 100 Damage kassiert, ne? Die haben gerade einfach so 100 Damage kassiert. Moment, ich kann das hier machen. 1, 2, 3. Wurde irgendwas gewürfelt zwischendurch. Guten Tag. Wieso? Waffe am Boden und so, ne? Ich hab's vergessen. Wo ist denn deine Waffe? Ach du Scheiße. Die Mondlichtleben muss erstmal aufheben wieder. Bin wirklich fallen gelassen.
Darf ich die jetzt wenigstens auch direkt ausrüsten? Ja, wenigstens das. Ja. Kampfrausch beenden. Der beendet hier sowieso. Hä? Okay, Kamera. Cool. Hörst du auf, bitte den, von meinem Zauber den Damage zu nehmen? Meine Güte, Madame. Du bist so gut wie dead. Kann dich dort nicht heilen, ne? Kann dich nur in Originalgestalt heilen. Denken, das Geschoss gegen 1 HP wäre halt echt wenig. Echt uncool. Die Balken sind ein bisschen blöd. Mach doch ein lenkendes Geschoss gegen dich. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Hä? Bin ich verwirrt? Oder was? So, den hat es noch zerfetzt. Wir müssen den Hunger von der Dame auflösen. Damit Madame das nicht mehr ins Gesicht kriegt. Another step forward. Danke und. Ich krieg mal nicht. Noch näher ran. Kommen wir nicht. Dann halt auf dich und auf dich. So. Kampf verläuft deutlich besser. Wir werden nicht komplett aus dem Leben gebürstet. Hätte vielleicht auch nicht auf die irgendwie diese Todeswolke machen sollen. Ich glaube, die sind gar nicht so stark und die waren ganz schön abgelenkt. Ach, ich habe den Hunger von der Daria weggemacht. Der rennt einfach da rein, ist deswegen. Persuasion. Ja. Dann beiß mal zu. Würde ich sagen. Time to move. Gut, dass du ein Vampir bist, ein bisschen beißen kannst. Oh, jetzt sind die hier hinten wieder offen, ne? Müssen wir drauf achten, die sind dazugekommen. So wie ein Kettenblitz oder sowas, ey. Aua. So, Kampfrausch vorüber. Ich weiß nicht, du kommst nicht so weit, ne? Hier ist Wasser. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Kommt von dem komischen. Anderen Zeug. Doch, hätte ich erst das machen müssen und dann Damage machen? Ich glaube, das zählt jetzt noch als hab Damage gemacht die Runde. Natürlich kommt der nächste mit Hunger von Hada. Ist der da? Brauchen wir ein paar solche Hits. Die 5 Hits eigentlich. Da komme ich ja nie und nimmer durch. Komme ich hier oben lang? Hoffe. Schade, Konzentrationsrettungswurf erfolgreich.
Aber hier noch genau auf den Eingang. Können wir auch. Wenn ihr das könnt, können wir das auch. Segen, was macht denn Segen? Die glaube ich ein Vorteil oder sowas, ne? Auf bestimmte Würfe. Ich glaube vor allem Rettungswürfe, wenn ich mich nicht irre. Wir müssen auf jeden Fall unser Items wieder ansehen. Aua! Das ist schlecht. Dass da der Humor wieder down ist. Aber die werden ziemlich verprügelt. Holy shit. Richtiger Gangbang. So, du hast immer noch Konzentration Hunger, ne? Bin ich dagegen. Alles klar. Hat es aber trotzdem aufrechterhalten, die Konzentration einfach. Okay, cool. Hallo. Fesselnder Schlag. Muss zu denen kommen, eigentlich auch mit Karlach. Die sind nicht so wichtig. Die sind quasi nur Ablenkung. Die muss mit Karlach dahin. Hast du genug? Zerfleischen. Ich glaube, ich zweimal angreifen. So, der Hunger ist down. Zug beenden. Haben sie vielleicht sogar gleich mehr Gegner getötet? Ah, einen Damage brauchen sie noch. Da ist einer down. Unterworfener Wille ist jetzt weg. Unterworfener Wille ist jetzt weg. Segnen. Die Wärterin. Aura des Schutzes. Oder ich renne halt einfach hin. In den Nahkampf. Ich hatte ihre Waffe nicht dabei. Ich habe meine Waffe nicht mitgenommen. Das ist natürlich ein Problem. So, du und du, ihr macht mal einen Abflug. Würde ich sagen. Hier komme ich weiter sogar rein. Lul, what? Wie weit ich hier komme? Ich glaube, man kann das auch als Stealth-Variante lösen. Kann hier voll weit reinschleichen. Hm. Hier springen wir wahrscheinlich. Ja, Astarion, hör mal auf zu stöhnen, bitte. Man hat sie gerade die Toten geheilt? Ah ne, der runtergefallene. Das sind aber jetzt lustige Dinge mit dem Körper. Einfach dafür. Dafür, dass sie nie getroffen hat. Ein Dreier-Crit. Das ist ja nicht so viel. Also die Waffen von denen sind unfassbar eklig. Extra Angriff für die Gesundheit.
Kampf mit großen Waffen. Die Waffen von denen sind absolut widerlich. Machen so viel Schaden. Ihr verprügelt die Armknolle, verhaftet sie. Ich glaube nicht, dass wir hier von Verhaften sprechen. Nur so ein Gefühl. Kolyt, versuchen wir die da zu töten. Okay, machen wir 40. Yo. Damit habe ich nicht gerechnet. Be quick. Mit so viel Power. Oh, du machst die Blitzpfeile? Hey! Blitz ist schon ganz schön heftig, kann das sein? Ich glaube, ich erstmal dich versuchen zu snacken. Sehr schön. Sehr angenehm. Wir können die Magnolle treffen? Was seid denn ihr für Krieger? Wird ganz schön läppischer Hafen. Die hat übrigens 3 HP in ihrer Hauptgestalt. Ich würde sagen. So, du hast deine Waffe nicht dabei. Oder Wächter des Glaubens rufen. Moment, wo war der denn? Drüben. Göttlicher Schlag, Waffenschaden. Hüter des Glaubens. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Wenn ich jetzt hier Schutzgeister. 3. Dann noch dahin gehe. Hallo. So, du hast keine Zauberplätze mehr. Deswegen werden wir einfach draufjuckeln müssen. Sind wir da oder da? So was mit denen zu machen. Sehr schön. Den hat's zerlegt. Der letzte Gnoll. Tiefe Kreis! Speerkreis in dem Fall. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir sie wirklich festnehmen, muss ich mal so sagen an der Stelle. Ist doch bedroht, genau. Dann kann ich doch hier wieder einen fiesen Angriff machen. Mit 22. Aua! Sie macht das mit der Bestrafung. Du sitzt total in der Ecke ein. Ich kann durch die Tür laufen! Sie kann durch die Tür laufen. Diesen Geist. 15. Aua. Aua. Diesen fucking Geist. What? Wie schießt? Das ist doch die letzte jetzt, oder? Oh, unsichtbar. Der Panther kann sie unsichtbar machen? Das habe ich nicht gesehen. Boxy! Ich kann durch Türen laufen, aber ich kann nicht durchschießen. Das ist natürlich gemein. A lithid parasite in that corpse. You should take a look. Uff. Wieder auf Weg zu euch, Leute. Moment, du hast Spiegelbilder und das. Oh, das geht zu kombinieren. Hätte ich vielleicht eher machen können, wenn ich das gewusst hätte, dass es zu kombinieren geht. Kurze Rast. Speichern.
Hyänenohr. Runenpfeil. Okay. Klarion hat es als Special Pfeile bekommen. Ist doch schön. Save your thoughts for later. Ich wollte auch gar nicht mit dir reden, um ehrlich zu sein. Aber wir müssen auf jeden Fall mal unsere Waffen wieder aufheben. So, Ritual durch der Schar war deins. Trepaniergerät war deins. Brauche ich plus eins, auf jeden Fall so rum, wenn dann. So. Dann haben wir hier noch einen Kriegshammer. Der Kriegshammer ist aber nicht von mir. Der Kriegshammer ist nicht von mir. Ist nur die Frage, wer von den Computerleuten keinen Kriegshammer wieder aufgesammelt hat. So, die nehmen wer braucht. Hey, ich wollte den da hinlegen. Trifftrolle des Zerberstens. Hier ist auch Gedankenschinder-Exemplar drin. Essen. 130 für 5 Kilo. Ist aber echt nicht so viel, ey. Schleppt eine verfaulte Zitrone mit sich rum. Wenn der Anwender das Mal der Absoluten trägt, wird jeder Schaden durch Zauber um 1 verringert. Schildschlag. Feuerschild Kälte. Einzige Flammen spenden Licht im Radius von 3 Meter. Du erleidest durch Feuerschaden nur einen halben Schaden und fügst jedem, der dich mit deinem Nahkampfangriff trifft, 2 bis 16 Kälteschaden zu. What? Das ist doch voll gut. What's next? Was hast denn du eigentlich? Du hast noch das... Also, wo ist denn deine Waffe hin? Madame? Wer hat denn deine Waffe aufgesammelt? Da! Du hast die Waffe aufgesammelt. Das ist deine Waffe. Gewundert, ey. Jetzt ist es für die Waffe. Hat mich geärgert. Achso, ich wollte gucken, was du für ein Schild hast, ne? Schildschlag, Schild der Hingabe, Beistand. Das ist ein Zauberplatz des ersten Grades. Deswegen hat sie 5. Wenn ich jetzt den Schild, den wir ja eigentlich gerade hatten. Ups, ich hab's falsch sortiert natürlich. Eigentlich gar nicht so unkacke. Muss ich mal so sagen. Der Zauberplatz, okay. Nett und Hingabe, Bannzauber. Oh mein, Bannzauberstufe 3. Hab ich gerade verwechselt. 10 Heilung. Und dann teile ich um 10 und dann treffe ich maximal. Nee, ich hätte, glaube ich, gern das. Wirkt für mich stärker. Höllenfeuer, Hand am Brust. Come on, let's go. Macht bei dir auch 8 bis 13. Dann sollen wir sowas so rummachen. Die bei dir auch. Nee, 4 bis 9. Vergiss es. Deswegen kannst du senkenden Strahl machen. Alright. What now? Ja, was ist denn hier sonst noch so übrig geblieben? Da ist ein Hafener zerlegt worden. Dann nehmen wir nur das Gold. Den Rest könnt ihr behalten. Nehmen wir auch nur das Gold. Hier ist auch noch eine Adeptin, die ich nicht gelootet habe. Astarion. Könnt ihr. Go. What's in here? Danke. Dann habe ich nämlich wieder Licht und wir brauchen auch das Tiere sprechen wieder. Never a dull moment. Tiere reden. So, haben wir hier Celebrin. Mächteschlüssel. Da ist noch ein Typ mit Mächteschlüssel. Mit Arden. Hafner Treves. So ist das nicht so gut überstanden.
Bruchpulverbombe. Ich glaube, die Bombe sollten wir eigentlich, wenn dann, Kalach geben, weil ich glaube, je nachdem, wie stark man ist, können wir die weiter werfen. Ne? Das hängt, glaube ich, an der Stärke. Schienenpanzerrüstung, schwere Rüstung plus 2. Legende Ritterrüstung, du lässt ein weniger Stichschaden. Könnte ich beispielsweise, du hältst einen Bonus plus 1 auf Stärke, Rettungswürfe und Stärkewürfe, Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Okay. Das sieht nach was für Kalach aus. Das nehme ich an mich. Schweflige Notiz. Zur Kenntnisnahme, Froges mit dem Kopf in dem Butterfass stecken geblieben und als ein kleines Teufel ihm helfen wollte, sind die beiden über einen Abgrund in den Vulkan gefallen. Und der hat gedacht, dass Zarya mich hinausgeschickt hat. Ansonsten habt ihr nicht viel verpasst, aber ich vermisse euch höllisch, Exo-Flo. Warum hat er eine Erzkleidung und eine Panzerrüstung? Kampfrausch regeneriert der Träger 2 Züge lang Zorn. Und Hackbeil und alles. Das, ich hatte doch Schattenherz die schwere Rüstung gegeben, ne? No time to dally. Ja. Resistenz gegen nekrotischen Schaden. Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen geiler hier. Schienenpanzerrüstung plus 2. Wir hätten auch die Adamantrüstung nehmen können, fällt mir gerade ein. Die haben wir jetzt hier gar nicht gegeben. Naja. It is what it is. Wir haben aber es mit wenig Verlusten jetzt überstanden. Jetzt ganz gut die Option. Also noch eine Faust, Lisella. Du warst, glaube ich, ein Gegner auf jeden Fall. Hier Pfeil des Blitzes in Astarion. Teller brauchen wir nicht. Und wir speichern mal den ganzen Schmu. Bin heute leider nicht so gut im Durchkommen sonst mit den Sachen. Open up. Gibt's denn da? Nichts. Ja. Manche Interaktionen oder manche Sachen, manche Wegfindungen zum Öffnen sind echt ein bisschen merkwürdig. Hä? Also ihr habt euch da reinbegeben. Weiß nicht, wo du jetzt hier noch hinläufst. Schild mit Eisenbändern plus 1. Ellebarde, Pike. Neueste. So, was sind das hier? Plus. Plus 3 Schild. Ja. Ja. Mit dem Schild irgendwas anderes dann noch machen. Metall, ja, die sind halt die ganzen typischen Sachen. Vorratspakete gibt's noch. Essen, Liebeswerkzeug, Wurst, chromatische Kugel, Kürbis, Trank der mächtigen Heilung, roter Apfel, Eisbrot. Da ist eingesteckt. Ein Halbling, Essen wird nicht liegen gelassen. Das Gefühl, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen was erkunden. Ich hätte, glaube ich, auch hier ganz einsneaken können, mit den Leuten reden und so. Nee. Ach so, weil das. Moment. Weil das hier dran landet, ne? So, das ist die Frage. Akolyt, Akolyt, Akolyt. Oh, die hat sich ja hinten noch hingeworfen, ne? Bist du bis rüber geprozelt? So, wir haben, glaube ich, das Erdgeschoss hier sicher, würde ich mal behaupten. Zauberkrux, der Zauberplatz-Regeneration. Regeneriere einen verbrauchten Zauberplatz einen beliebigen Grau.
Oh. Oh. Trank der Engelspause hat man schon mal. Den hat man. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt aber wirklich geil ist. Wahrscheinlich schon. Der Strahl der Furcht und Strahl. Verwundeter Strahl habe ich jetzt die ganze Zeit nicht genommen. Weil ich doof bin und nicht sehe, dass ich es habe. Weil ich doof bin und nicht sehe, dass ich es habe. Wer seid denn ihr? An mich selbst. Das schafft ihr, Rache. Ihr werdet die beste wahre Seele sein, die es je gegeben hat. Ihr müsst nur Mintara vertrauen, auf die Absoluten hören und tun, was sie sagt. Bekommt ihr euer Publikum und euren Lohn. Hört nicht auf Schwindler wie Drenn. Keine Ahnung. Drenn ist auch hier. Und Fezzerg. Kenn ich die? Sehr schwere Zweihandaxt. Stimmt, Moment, wir hatten mit Kardach jetzt noch was, ein Thema. Habe ich hier noch Neues sortiert? Nee. Wir könnten bei Karnach gucken, ob Hellebarde der Wachsamkeit geiler ist. Die macht halt statt Gleisen Energieschaden. Also auf Initiative würden bis bei Attributswürfen auf einer Wahrnehmung im Vorteil. Mondlichtklebe leuchtet. Zauberung plus 2. Eine Reaktion eines Angriffswurfs aus. Wenn du als Reaktion einen Angriffswurf hast, bist du dabei im Vorteil. Oh, yes. Das ist schon geil. Auch wenn du damit keine extra Reichweite mehr hast. Doch, hast du. Vergiss es. Richtig fetter Hellebarde jetzt einfach. Alter. Dieses Ding. Geht noch mit dir. As long as we hold this floor, the tower is ours. I'll stay here. Ensure no one comes up or down without a scimitar welcome. You're close now. The final audience with Ketherick Thorm awaits. Bist du dir sicher? Geile Kamera. Nee, ich will nicht, dass sie mitkommt. May you strike like the viper and choke like the vine. Good luck. Viper and Vine. Gut, ich guck mir erstmal hier oben, was hier noch so abgeht. Hallo. Trank der Engelspause gibt es hier zum Beispiel noch. Der Blutkrieg. Das ist auf der Existenz in dir ein Konflikt gab, ein Konflikt, der angeschwollen ist, als sei er voller Eiter. Platz ist nur, um zu vernarben und zu verkümmern und niemals zu verheilen, um erneut anzuschwellen und sich zu ergießen. Ein nie enden wollen Jahrmarkt des Schmerzes und des Elends. Dann ist der Blutkrieg dieser Konflikt. Er tobte und tobt noch immer, wenn man ehrlich ist, zwischen den Dämonen des Abgrunds und den Unholden in den Höllen. Listenreiche Jugoluts mögen die eine Seite gegen die andere ausspielen, doch der Konflikt würde auch ohne viel Zutun wieder anschwellen und platzen und anschwellen. Das Kämpfen liegt in der Natur der beiden Seiten. Okay. Let's march! Graugift. Öl des Brandstifters. Heiltränke. Waffenüberzüge lesen. Sie wissen, um zwischen den Affenbeschichtungen zu unterscheiden. Sie bezeichnen sich selbst als Jäger. Ja. Da ich Mitleid mit diesem wohlmeinenden Einfallspinner hatte, erklärte ich den. Das ist unrettbar zu stürmen. Brand hat jemand in Folge nach der Notiz geschrieben. Giften das Ziel bewirken. Öle bewirken Zustände und können Kreaturen Schaden zufügen, die gegen Gift und Toxine immun sind. Das Alchemie nicht zweifelsfrei. Denk an das letzte 3. Dreimal den Quirl im Kreis geführt. Schon ist eine Elster kleingerührt. Hat sich gut angefühlt. Diese bescheuerte Reim ging mir auf die Nerven. In den vorigen Kapiteln lasse ich ihn unverändert, aber ab jetzt werde ich ihn ein bisschen damit austoben. Still breathing. Aha. Despite everything. What's hiding here? What's hiding here? Alchemie. Mehr Alchemie. Backe. Weniger Alchemie. Wasser, er braucht ein Wasser. Never wanted the easy path. Judesack. Okay. Ist quasi die Küche, wo ich hier bin. Okay.
So. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Hm. Weniger hilfreich, als ich dachte. What to do? Da wurde Blut lang gezogen. Ich würde sagen, da unten geht's weiter. Bei der Treppe. Wenn da eine Blutspur runterführt. Weidentruhe. Holen wir uns mal was aus der Truhe. Sehr schön. Trank der Gasform. Bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt ein Elixier mal reinballern sollte. Wahrscheinlich schon, ne? Die haben wir noch gar nicht benutzt. Kann ich hier nach Elixiere irgendwie sortieren? Tränke. Tränke kann ich. Bionische Schwächung, Trank des Fliegens, Elixier der Kampfmagier macht. Als 3 Arkane Sinnesschärfe. Ersetzt bei Konsum die Elixier. Also eine Arkane Sinnesschärfe. Rote Kreatur hat einen Bonus auf plus 1 auf ihre Zauberangriffswürfe und auf den Zauberschwierigkeitsgrad pro verbleibenden Zug. Trank, Trank, Heldenmut, Zehnbeeren und werde gesegnet. Schaffe einen Augen weniger. Die halten wir bis zur langen Rast, ne? Wir trinken mal Elixier der Bosheit. Da ist doch noch ein Schrank zum Looten. Genau gesehen. War da gar nichts drin. Wer lässt denn Schränke immer leer, ey? Das ist doch scheiße für Abenteurer zum Looten. Wer will denn leere Schränke looten? Okay, jetzt bin ich hier. Okay, man kann aber so außen rumlaufen anscheinend. Wenn nicht völlig blöd ist, springt und dann doch reinrennt. Okay, es gibt hier irgendwie einen Außenrum-Eingang. Wo führt uns das hin? Eine Katze, die pennt. Ich will noch mit Tieren reden. Hallo. These are the stalking grounds of Steelclaw, Furless One. Du bist jetzt auch nicht gerade fällig. Tread lightly. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. Gerade nicht sicher, vielleicht solltet ihr lieber gehen. Entschuldigung, ihr heißt Stahlklaue, Kriechzeug, man nennt sie Larven. Schon, ihr heißt Stahlklaue. It is a name I earned through bloodshed and death. Unfortunately, the more ignorant here refuse to use it. Fluffers, they call me. Idiots. Ah, wie cool. Der Turm ist gerade nicht sicher, vielleicht soll ich lieber gehen. You may run with your tail between your legs, but I fear no man nor beast. Particularly cowards who hide behind magic. Bah. Oh, sie mag mich vielleicht nicht. Dann sag ich mal, dass their name matters not, merely their demise. Aber sie frisst Larven? I braved lapping waters and leaking ships to find this prey. I butchered many and will butcher many more. Warum jagst du Larven? This one I toy with. I slice, I tear, and when the time is right, I will bite its head off and bathe in its innards. Ihr wisst, dass diese Larve tot ist. Lies, it maybe pretends. But I'm a patient hunter. I will wait for it to stir. And then I will strike. Du hast geschlafen. Now I must return to my prey. It has been too long since it felt the bite of fear. Das ist doch ein gegenseitiger Respekt. Der tote Gedanken sind der Larven. Aha. Okay.
Also, sind wir irgendwie schon weiter oben jetzt. Gibt es auch eine Variante, runterzukommen, oder? So wie das da unten aussieht. Oder hochzukommen, je nachdem. Moment. Und mal kurz Kalach nehmen, du kannst es besser machen. Soldier? Können wir hier einfach hochklettern? Ich hätte gerne ein Kommando für hinlaufen. Geht anscheinend nicht. Gibt, glaube ich, kein Kommando für hinlaufen, leider. Fischfass! Sehr schön. Fisch für das Lager. Okay, ich brauche, glaube ich, nicht noch mehr von dem ganzen Gefuttere mitnehmen. Erstmal, ich kann noch eine ganze Weile rasten. Bevor hier irgendwas passiert bei mir. Okay, jetzt bin ich einmal rum. Wäre doch hier mit Safe hier reingekommen, oder nicht? Hätte doch mit Sicherheit hier sich irgendwie reinschleichen können. Oder nicht? Da bin ich wieder da. Silberne Tortenständer. Wait. Slimy seems to be dripping from the rafters above. Das Schleim kommt von oberhalb. Ich kann aber nicht angreifen, ich kann nicht benutzen. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Von den Dachsparren. Ja, aber aufs Dach komme ich nicht. Moment mal, doch, aufs Dach komme ich. Dafür ist es. Da kommt es irgendwo her. Gebrochene Wand. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. Ugh. A coiling, restless void stirs within you. Your patron. For some reason, this thing in the wall excites it. Kann erkunden, forschen, was es ist. Let's try, aber gut würfeln. Sieht nicht so gut aus. Wir benutzen mal eine Inspiration. Vielleicht schaffen wir es ja mit einer. Yes! Okay, was ist das, was wir hier vor uns haben? Mein Patron, mein Hexenmeister-Ding. Find's geil. You can't quite catch a glimpse, but you recognize this feeling. The same alien presence you felt on the Nautiloid. The same alien presence you felt on the Nautiloid. Das ist das, woraus die Nautiloiden... Ich will reingreifen, aber ich... Let's go. Your awareness unfolds, expanding through every wall in the tower, every mind. A vast living network. Extending down into the dark, where something wakes. Okay. What is that? It's a trap. Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Dein Arm aus Umklammerung ziehen, herausfinden, Fingerfertigkeit. Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit ist auch Geschicklichkeit. Was große alte Präsenz hereinbitten, ein bisschen Platz ist immer frei.
Das ist mein Schutzpatron. Let's go, ich gehe für meinen Schutzpatron. Titan. And suddenly you are elsewhere. Hallo. The presence is no longer approaching you, but encircling you, observing you. Ich kenne eure Stimme, ihr seid die Absolute. I am. We are. A pause, as if it struggles to compress its vast being down into terms you can understand. This is the voice they have given me. To better speak to your kind without breaking you. Okay. I was once a servant of the Grand Design. Now I'm a slave to theirs. Wer ist denn die? Was deren? You are the flaw in their design. The single thread. That could unravel everything. Du bist auch ein fucking Sklave? Wer sind sie? They name themselves chosen. But they are slavers. They will use me to bind this world. Okay. But I cannot bind. You must come to me, so I can become myself again. A world away, the grip on you tightens. A desperate, drowning thing that pulls you down with it. Du kannst mich aber nicht jetzt mitnehmen. Hello? Hey! Snap out of it! Geht allen nicht so gut, wa? Okay. Seine Klinge fokussieren, dich losreißen, Nahkampfangriff, Geschicklichkeit. Ich habe keine Fingerfertigkeit mehr. Wurf werfen und alles ein, auf eine Seite, was du erwischen kannst. Stärke mit Möglichkeit suchen, den Arm herauszuziehen. Ja. Hier haben wir potenziell plus 5. Plus 2 bis plus 5. Ja, ich gehe so herauszuziehen. 21. Bin ich jetzt einfach dead? An illithid oubliette. Right beneath the tower. What is this place? The colony must be close. That must be where the tadpoles are coming from. Gut. Wir haben eine Abkürzung genommen. I guess. Und sind dafür sogar inspiriert. Jetzt bei Angriffswürfen nach. Gut, ich greife zum Glück nicht so häufig an. Aber hier ist ein Lia auch. Lias Laufliste. Lia war doch die, die wir gesucht haben. Dennis und Lia. Für Roland. Oder bin ich gerade verwirrt? Auf jeden Fall jede Menge frischer. Kel. Jede Menge frische Leute. Rekrutierungsplakat von Ansurs Pass. Ups. Wollte ich gar nicht. Ich hab's, glaube ich, jetzt. No. Aus Waren entfernen. Hier ist wieder das. Bourbon Bongo.
Sabrina. Ja. Okay, wir sollen zu ihr kommen, weil sie uns nicht binden kann. Wir sind der Makel auf dem Plan. Sie wird auch von irgendwas kontrolliert. Hat's gemeint. Let's get going. Ugh. Okara. Wonderful. Ready for another round? Ready for another round? I am. Überleben fehlgeschlagen. Kommt auf jeden Fall nicht. Oh, doch mal mit der. Ach nee, jetzt bin ich gesprungen. Der kommt auf jeden Fall nicht bis hin, demnach. Demnach kommt der nicht bis hin. Dann müssen wir einen Range Attack machen. 22. Doch, okay. Time to push my luck again. Wo ist denn der Zweite, der oben auf der Liste steht? Ich hätte eine Frage. Ebenfalls überleben fehlgeschlagen. Ist natürlich schlecht. Achso, da ist er. Wenn ihr von allen das Überleben fehlschlägt. Au? Er kann einen Angriffssprung machen? Kritischer Fehlschlag, obwohl auf dem Boden ist. Das ist witzig. Und noch ein. Sometimes the only way out is through. Let's finish this. Ich will versuchen, dass eine Reaktion auf die hier geht. Au. Hat nicht funktioniert. Dann kannst du jetzt aber weglaufen, ohne was abzukriegen. Moment, die ausgekugelte Schulter zählt auch bei dem? Bei dem Zauberangriffswurf? Bei jedem Angriffswurf? Das ist ja gemein. Oh, ein HP. Ja, geil. Don't waste a step. Buddeln! Mission buddeln. Okay. Zivilist. Gibt's ja auch noch mehr Hakenschrecken oder was geht ab? Okay, komme ich raus. Das ist, glaube ich, nicht der Plan gewesen. Denke ich, oder? Ich muss da lang noch. Ist das Blut? Nein, never mind. Mal gucken, wo der Abzweig ist. Da geht's nicht durch, oder? Like there's something through there. Can't reach it from here though. Want another? All right. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Ah, Goblin.
Ich fürchte, es muss Carla vorgehen, weil hier gibt es ein paar von den Dingern. Come on, Carla! Show them who you are! No one back home will ever believe this. No one back home will ever believe this. Ich kann mir gar nicht fragen, gar nicht überlegen, warum das wohl der Fall sein könnte. Ich dachte, hier wäre noch was, aber hier ist nichts. Gut, dann bin ich doch umsonst zurückgegangen. Ich dachte, hier wäre noch irgendwie ein Bereich. Hier ist auch noch ein Bereich. Ich meine, man kann Membranen zerstören. Da kann ich aber nicht hin. Da ist aber noch jemand. Aber ich komme da nicht hin. Verdüdert da bei mir. Nicht wundern. Weil sie das gerade hört. Okay, ich komme da nicht hin. Das Gefühl. Immer hacken. Job, job, job. Nee. Bin jetzt zwar runtergezogen, aber. No time to rest. Wir haben unseren kleinen Violine auf dem Rücken, ey. Let's see what this does. Dann gehen wir halt den zerklüfteten Fels hoch. Gefängnis der Türme von Mordorf. Ist ja alles neblig. Also wirklich alles neblig. Holy shit, ich sehe nichts. Also sehe ich was. Oh, Buddeln! Also irgendwie buggen die Animationen heute sehr, sehr viel. Die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Ich bin jetzt komplett unten. Ich habe eine ziemlich harte Abkürzung an allem vorbeigenommen. In den untersten Keller der Keller. Hier ist nämlich auch keine Sau. Gefühlt bin ich jetzt unter Catherick's Form. Unter seinem Ass. I've got a long road ahead. Aber ich fürchte, dass wir das nächste Mal erkunden müssen. Ich will nämlich eigentlich noch ein paar Folgen rendern und hochladen für YouTube, wenn ich jetzt das nicht mehr kann die nächsten Wochen. Deswegen sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restsamstag. Ob ich morgen nochmal streame, weiß ich nicht genau. Tendenziell nicht, wegen Packen und Urlaub und so, ne, Vorbereitung und so ein Kram, da muss man mal gucken. Eher nicht, tendenziell. Also, ich habe sehr viel Zeit übrig. Also, macht's gut, tschüss.